Hey! Hallihallo, Grindhouse Gaming hier, nächste Folge Elden Ring. Wir sind in der letzten Folge hier oben durch die ewige Stadt Noxzella gelatscht, bis ganz nach da hinten durch. War spannend. Und jetzt müssen wir den gleichen Weg unten durch, also nicht ganz den gleichen, aber wir müssen unten durch, damit wir irgendwo hier rauskommen. Da gehen wir jetzt auch gleich dran. Ich laber nicht viel länger, wir legen los. Wir haben letztes Mal auch noch gut gelevelt, das muss ich noch loswerden. Wir haben mal wieder zwei Level-Ups gemacht. Das Schwert, glaube ich, 2 Punkte hochgedrückt. Die Mimiktier 5 Level hochgedrückt. Und unseren Stab für später haben wir auch schon mal ein bisschen mitgelevelt. Damit der nicht irgendwie mal hinterher eiert, wenn wir umstellen. Auf Lussats Stab, den habe ich ja schon ausgerüstet. Wo ist er? Ups, falsche Seite. Hier, der. Aber der... Ich war am Reden, Mensch. Kannst du mich nicht ausreden lassen? Frechheit. Komm. Ja. Lussats Stab ist irgendwann anscheinend der OP-ste für meinen Spielstil, habe ich mir sagen lassen von euch. Deswegen werde ich den schon mal ein bisschen mitleveln, dass nicht, wenn wir dann soweit sind, dass wir den Stab erst noch stundenlang leveln müssen. Das wäre nämlich extrem doof. So, komm, fall mal um. Nicht. Schade. Dann aber jetzt bitte. Immer noch nicht. Der ein Furz von HP. Oh, nicht um die Ameise. Jetzt aber. Menschenskinder. Ja, ich komme nicht dran. Schön. Dann machen wir es halt so. Oh, Schwert mein Umhang. Schön. Der sieht gar nicht mal so übel aus. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, den zu wechseln eventuell. Aber jetzt behalte ich erstmal meinen coolen Schneehexenumhang an. Der sieht auch ganz fancy aus. Das hier ist ganz und gar nicht fancy. Und das Zeug da auch nicht. Was haben wir hier hinten? Das sieht auch nicht fancy aus. Sieht alles nicht so richtig fancy aus. Naja, immerhin kriegen die auch einen Deckel. So, weg mit euch. Ihr Knilche. Himmelstau. Okay. Okay. So, gucken wir mal, ob wir die hier ein bisschen ärgern können. Oder ob gleich beide kommen. Ja, schön. Exquisit gemacht. Irgendwie sind die ein bisschen zu doof, um dem Meteorzeug auszuweichen, habe ich schon festgestellt. Die springen immer zu früh. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Die springen nämlich immer, wie man sieht, zu früh und dann kriegen sie die Dinger doch an den Kopf. Vor allem, weil ich auch um die Ecke schießen kann. Ha! Tschüss. Nice. Dann gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Was habt ihr hier verteidigt? Schmiedestein 6. Heiligfett mit Kordel. Naja, der Schmiedestein ist mir lieber. Aber immerhin ein bisschen was gefunden wieder. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hoch. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt, durchs Wasser zu latschen. Hm. Außer so ein Kampf mit so einer Ameisenreiterin da. Deswegen werden wir mal hier hoch wackeln. Und gucken, was uns erwartet. Eine offene Tür. Zeit für dies gut nachdenken. Nix, sie denkt nicht nach, ich gehe voll rein. Atari. Kabum. Oh, das hat gesessen. Jo, tschüss. Viel Spaß da unten. Ich gehe mal looten in der Zeit, ne? Was war das denn? Jetzt schießen die schon von der Seite auf mich. So, hoffentlich ist die Gute nicht so schnell. Sie kommt noch nicht. Geistertal Linie 9. Nice. Wo ist sie denn? Hingeplumpst. Die schießen alle. Oh Mann, ey. Muss das sein? Fieslinge. Also echt. Wo ist denn die Gute jetzt? Ich bin verwirrt. Hallo? Ist da jemand? Ups. So, mal weg mit dir, du Fisch. Die stehen im Wasser. Eigentlich müssten die jetzt richtig heftig explodieren. Ja, nee. So wie immer. Komisch. Aber immerhin kriegen die jetzt mehr Schaden. Das ist auch schön. Kriege ich die wenigstens mit 2 Schüssen aus dem Leben geklopft. Schöne Sache. Und der schießt. Ja klar, schießt der. Ne? Muss ja, muss ja. Sonst wäre es ja zu einfach, Mensch. Mich würde interessieren, wo die Troller hingefallen ist. Nicht, dass sie mich gleich von hinten angreift hier. Gott. Hört auf. Au, sag mal. Ist ja echt.
unerhört. Oh Gott. I'm dead. Nee, eigentlich nicht. Oh. Die haben ihr gerade die Ameise gebraten, ne? Nice. Aua. Frechheit. Hört doch auf, Mensch. Die wird komplett gebraten, die gute Frau. Ups. Das tut mir nicht leid. Ich kann kein Pferd rufen. Dann eiern wir jetzt einfach mal vorbei hier. Oh, da steht sie. Natürlich, warum nicht? Heilen. Rollen. 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 Ja, da kommt sie angewackelt. Oder geht sie schon wieder? Ich weiß nicht, was sie macht. Ich will es auch gar nicht wissen eigentlich. Was ist denn da unten? Ach, da unten war der Drachenkrieger. Stimmt, wir sind jetzt über dem Drachenkrieger, den wir vor 2 oder 3 Folgen geplättet haben. Da sind wir jetzt. Ah, da kommt sie schon angewackelt, die alle. Hier mal ein bisschen um die Ecke rum. So, weg mit dir. Aua. Aua, aua. Schweinepriester. Naja, ich muss hier aber auch nicht mehr groß looten. Wir gehen weiter. Was ist denn hier? Ich muss, glaube ich, mal Lämpchen anmachen. Achso, doch, ich muss nochmal zurück. Die stand nämlich da vorne im Eingang, wo ich nicht weiß, was drin sein könnte. Dann müssen wir da nochmal... Yes, das hört halt auf. Das ist ja echt. Oder ist da gar nicht offen? Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Nee, hier ist nicht offen. Ja, klasse. Umsonst gelatscht. Schöne Sache. Jesus. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, ohne getroffen zu werden. Skill. Nee, eher nicht. Glück. Mehr Glück als sonst was. Oh. Ups. Falscher Zauber. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht so komplett OP aus der Welt kloppen. Ja, jetzt lebt ihr auch noch. Ich habe gedacht, ihr sterbt mit dem anderen mit. Menschenskinder. So, da unten drin war der komische Drachenkrieger. Schön. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, da ist wieder so eine Ameisenreiterin. Oh, hier auch. Schön. Wir schleichen uns, glaube ich, erstmal ein bisschen um euch rum. Hoffentlich steht hier jetzt keiner drin. Oh, der Aufzug. Aktivieren. Tschüss, ihr Pfeifen. Vielleicht komme ich gleich nochmal. Ich muss erstmal gucken, wo mich der hinführt. Weiter nach unten auf jeden Fall. Das ist ja wieder eine lange Fahrt. Ist hier wenigstens irgendwo da? Oh mein Gott. Side of Grace. Schön. Sehr schön. Wo sind wir denn jetzt? Wasserfallbecken von Noxtella sind wir jetzt. Müssen wir gucken, ob Rani wieder was zu sagen hat. Doch auch als ich den 2 Fingern den Rücken kehrte, Blight blieb mein treuer Verbündeter. Obwohl er als Vasall für eine himmlische erschaffen wurde, hat er, was die 2 Finger angeht, vollkommen versagt. Blight und auch EG, beide sind gewillt, mir zu viel zu geben. Doch beide verstehen es, was jenseits des dunklen Pfades liegt. Doch ich, dass ich alles verraten muss, um die Welt von dem befreien, was zuvor war. Ah, soll ich euch auch für diese Liste, auf diese Liste setzen? Nach jemandem mit gütigem Herz, ein so großes Herz wie das ihre. Ach, diese Gestalt kann ihren Mund nicht halten. Ich habe bereits zu viel gesagt. Vergesst, was ihr gehört habt. Vergesst. Okay. Ja, dann vergessen wir jetzt einfach mal. Und gehen weiter. Oh Gott, mir schwant Übles. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Auf jeden Fall Ameisen, so wie es ausschaut. Oh Gott. Help me. Wieso halten die eigentlich so viel aus? Diese blöden Basiliskenviecher. Da rechts steht doch noch einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Nee, das sind nur Knochen. Okay. Hab schon Paranoia. Schön. Sehr schön. Bock habe ich auf die Viecher trotzdem keinen. Da steht einer.
Weg mit dir. Schmiedestein 4. Schön. Sehr schön. Schmiedestein 5. Auch schön. Hör bloß auf. Boah, ich hasse Viecher. Ich habe die schon früher gehasst. Ah, jetzt. Genau, das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt auf uns zukommen wird. Der Kampf gegen Blightschatten. Oh, Schatten, ihr seid der Letzte. Sehr nett. That Rani the Witch cometh. Drain thy flesh with a fateful wound. Ich hab ein bisschen Angst. Wenn der mir zu nahe kommt, weiß ich, was für eine Fiesta hier abgeht. Und er heilt sich. Das ist auch geil. Tendieren eher zu null. Wie geil das ist. Ich sag's euch, der wird gleich richtig ausrasten, wenn er mir zu nahe kommt. Kann das nicht eigentlich nochmal heilen oder nur einmal? Ich weiß es gar nicht. Hoffen wir mal, dass das nicht nochmal kann. Und einen Ausrastmodus hat er auch noch. Also ein Enrage. Den dürfte er jetzt eigentlich schon aktivieren. Hoffe ich nicht. Oh mein Gott. Ja, weicht aus, natürlich. Boah, das war schwierig, ey. Hab Dank. Es war eine größere Herausforderung, als ich mir erträumt hätte. Nun kann ich endlich vor sie treten. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Sag Blight und Ichi, ich habe sie lieb. Oh, das ist voll cute. Weggeworfener Palastschlüssel. Wofür auch immer der nochmal ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Diese Quests sind teilweise so umfangreich in diesem Spiel, ich sag's euch. So, Attacke. Wo sind wir denn jetzt? Unter Leonia. Cool, da geht's noch weiter runter. Schön. Oh nee, oh nö. Der Sif-Tümpel. Oh nein. Den haben wir, glaube ich, auch vor 2-3 Folgen gesehen, den Sif-Tümpel. Da habe ich gesagt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir da durch müssen. Jetzt sind wir an dem Punkt. Und ich habe keinen Bock. Sag's, wie es ist. So, Karte Fäulnissee. Immerhin haben wir eine Karte. Ist doch schön. Unser Ross können wir nicht rufen, das ist ärgerlich. Wir müssen darüber, glaube ich. Oh Gott. Genau. Jetzt baut sich hier nämlich irgendwo eine Plattform auf. Schön. Kann man wenigstens ein bisschen stehen hier. Oh Mann, oh Mann. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gewusst. Beim ersten Mal bin ich hier durchgeeiert. Mit diesen Scharlach-Fäule-Bolis. Yes, ist Gott. Hört auf. Ups, falscher Zauber. Kommt da gar nicht raus, oder was? Hallo? Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Du schaffst es doch. Weg mit dir. Knilch. Das ist noch so ein ekliges Ding. Ich kann es nicht ins Visier nehmen. Das ist ärgerlich. Oh, nicht da rein. In die Plörre. Raus aus der Plörre. Kleiner Mistsack. Tschüss. Mann, 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 ey. Oh, mein Bein juckt. Oh, das kann ich jetzt auch noch brauchen. Ich weiß, dass hier auch irgendwo noch so ein komischer Drachensoldat drin liegt. Ich weiß nur nicht wo. Da hinten eiert auch jemand rum. So ein komischer Bogenschützen-Dude. Jetzt müssen wir hier wieder rüberrennen. Oh Mann. Nein! Na klasse, das tut auch gar nicht weh. Belastung von Scharlachfäule benutzen. Schön. Ja, wo müssen wir denn hin? Nach da hinten, glaube ich. Ne? Da müssen wir runter. Die Frage ist, schaffen wir das jetzt schon? Eigentlich nicht. Wir müssen hier hin. Oh Mann, ey. Das hat schon gut Leben gezogen, ne? Ich weiß, da hinten ist der Drachensoldat, glaube ich. Jetzt ist die Frage, laufen wir da drüber nach da? Ist wahrscheinlich am besten irgendwie. Hoffe ich. Achso, ich hätte wahrscheinlich warten sollen. Geil. Naja, wenn wir jetzt schon Scharlachfäule haben, können wir sie nicht mehr kriegen. Ich bin ein bisschen erschrocken. Und ich bin gleich tot. Schon mal ein bisschen heile hier. So, Attacke.
Nee. So, was geht jetzt hoch? Ich muss noch ein Boli futtern. Ja, schön. Aber ich will doch einfach nur da lang. Das kann ich doch einfach machen, glaube ich. Oder nicht? Oh Mann, ey. Ich bin komplett verwirrt. Ich muss, glaube ich, nur da lang. Ich glaube, ich habe das mit den Plattformen früher nicht gemacht. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie lange wir noch überleben überhaupt. Diese Schalafäule zockt auf jeden Fall gut Leben, Mensch. Heilen. Mein letztes Boli. Oh. Ja, hier wollte ich eigentlich eher nicht hin. Ich wollte eigentlich unten bleiben. Ja, ganz toll. Ja, schön. Klasse, und jetzt? Oh, nee. Was ist das? Da habe ich ja richtig Bock drauf. Diese Typen sind noch gar nicht nervig. Er gibt doch gar kein Gas, ne? Will er nicht. Nö, nö. Warum auch? Oh Gott, der ist aber nicht lang gestunlockt. Hör auf, ey. Hör auf, du, hör auf. Knilch. Wecken dir, du Fisch. Alabasterfürstenschwert, schön. Sehr schön. Oh Mann, ey. Ich wollte nicht hier hoch eigentlich. Wie komme ich jetzt hier wieder runter, außer springen? Hehe. Gute Frage wahrscheinlich, ne? So, Dunkelschmiedestein 9. Okay, den nehmen wir mit. Ja, wie komme ich jetzt hier runter? Ho? Was steht hier? Hineinstürmen versuchen und dann springen. Naja, klar. Vergiss es, mein Freund. Ich bin maximal verwirrt. Was ist denn da hinten für ein Durchgang? Ich weiß nicht, ob ich hier mit Anlauf runterjumpen will. Eigentlich nicht. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein, oder? Wir verlieren 25.000 Runen, wenn ich jetzt verreck. Ja, kann man vielleicht das Ding nochmal aktivieren, dass es runterfährt? Ich weiß es gar nicht. Das könnten wir versuchen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Kann ja nicht sein, dass ich hier oben krepieren muss. Kann ja nicht sein. Sonst wäre es ja unnötig, dass der uns Runen gibt hier. Das wäre ja ziemlich unnötig. Aber für was würde der Runen ausspucken, wenn man dann hier oben krepiert? Ha? Ja, na klar. Oder man hängt hier eine Leiter hin. Für die ganz Dummen, die es nicht raffen. So wie mich. Oh Gott, der falsche Zauber. Wie oft soll mir das denn noch passieren eigentlich? So, raus mit dir. Dunkelschmiedestein 6, das ist sehr schön. Ich will jetzt aber in die Richtung. Jetzt muss ich hier runterspringen und losrennen. Ich will nicht in die Richtung. Das ist mir... Nee. Nö, will ich nicht. So, Vollgas. Ich weiß nicht, wie weit wir haben, aber schon ein Stück. Es wird eklig. Ich weiß noch nicht, wo das nächste Side of Grace ist. Ho. Gott. Tick. Tack. Heilen. Ist hier eins? Hier ist noch keins. Klasse. Sehr schön. Oh, da unten. Schaffen wir das? Ja, wir haben noch einen Heiltrank. Das müssen wir locker hinkriegen. Oh mein Gott. Komm. Oh. Hier drin wird es nur noch schlimmer. Aber immerhin haben wir wieder ein Side of Grace gefunden. Ist doch schön. Jetzt gehen wir gerade nochmal raus, weil da hinten war ja noch dieses komische Gebäude. Da will ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, was da liegt. Ich fand diesen Scharlachsee immer so...
bescheiden ekelhaft, dass ich hier gar nicht sein wollte und immer wieder so schnell wie möglich geflüchtet bin. Ich habe hier noch nie so eine richtige Expeditionsrunde gedreht. So, am besten hüpfen wir jetzt hier rüber und hoffen, dass wir nicht schon wieder die Scharlachfäule kriegen. Aber kriegen wir wahrscheinlich. Haben wir schon, schön. Ja, dann können wir auch wieder weitergehen. Exquisit. Schön. Scharlachfäule ist auch gar nicht eklig. Nee, nee. Wie kommt ihr auf die Idee? Super tolle Erfindung. Super geil, dass es in dem Spiel halt auch wieder einen Gifttümpel gibt, wie in jedem Spiel, das der Herr Miyazaki gemacht hat. Naja, fast in jedem. Handbuch 22 des nomadischen Kriegers. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Obwohl, stopp, daneben dran geht's da auch weiter. Oh nö. Nee, da ist zu. Da ist eine Wand. Gut, dann geht's hier weiter. Da schauen wir mal, wenn wir da weitermachen. Wie viel? 25.000 habe ich immer noch. Reicht mir nicht für ein Level-Up. Kein Objekt voraus. Übrigens, Preis hat Nachricht. Okay. Großer Kreuzgang. Mhm. Schön. Herbeirufungsreserve. Oh, hier habe ich mal Leute gerufen. Für Multiplayer. Ha, die sind gestorben wie die Fliegen. Hier drin geht's ab, ich sag's euch. Hier drin ist unschön. Da unten sind wieder meine Insektenlieblinge. Meine allerliebsten Lieblingsgegner. Wer seit Anfang an zuguckt, der weiß genau warum. Ich kann die Viecher auf den Tod nicht leiden. Die haben mir schon die Hölle heiß gemacht und das Leben vermiest im, helft mir. Im Kristalltunnel von Dingenskirchen in Kaelid, da sind die Viecher nämlich auch. Da sind wir doch underleveled reingeflogen in das Ding und dann war da eine richtig ekelhafte Gaudi mit den Viechern. Oh Gott. Gleich mal dran vorbei eiern. Schön. Wir müssen in beide Richtungen, glaube ich. Ja, klasse. Da müssen wir jetzt hier eh kämpfen. Die kassieren wenigstens noch einigermaßen gut. Ja, klasse. Es reicht gerade mit wegen einem Furz nicht mit vier Zaubern, oder wie? Das ist ja sehr geil. Vier, fünf. Ja, leider brauchen wir fünf. Nervig. Oh nein, ich weiß, was hier vorne ist. Oh nö. Oh nö, ne? Muss das sein? Gar kein Bock. Deswegen können wir wahrscheinlich die Mimiktier hier rufen. Ah, das wird eklig. Das wird richtig eklig. Erstmal muss dieser Knecht da vorne weg, sonst haben wir ein Problem. Mal gucken, ob wir treffen. Eigentlich müssten wir. Das Ding fliegt ziemlich weit. Schön. So, noch ein ins Gesicht. Das dürfte vielleicht reichen, wenn wir Glück haben. Ja, hat gereicht. Schön. Dann hüpfen wir hier wieder rüber. So, jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen trinken. Und eine Mimiktier rufen. Und nochmal was trinken. Schön. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir das Vieh hier irgendwie rausgelockt kriegen. Wann kommt das denn? Ja, jetzt, wo ich Scharlachfäule habe, kommt er, ne? Genau. Schön. Sehr schön. Ist auch gar nicht eklig mit Scharlachfäule. Nö, nö. Gott. Oh mein Gott. Das ist keine gute Idee. Ganz und gar nicht, glaube ich. Der kriegt doch keinen Schaden. Ist das krass? Ich bin tot. Ja, moin. Ich will hier sterben, wo ich wieder locker an meine Runen drankomme, ne? Nicht woanders. Oh. Hier hinten in der Ecke lasse ich mich am besten krepieren. Stopp. Ja, krass, der kriegt halt echt keinen Schaden. Das lassen wir besser sein. Übel. Ich mag die Viecher nicht. Also ich mag die Viecher an sich nicht. Und das Viech hier mit Scharlachfäule, das mag ich noch weniger. Vor allem, wie man gesehen hat, wir müssen diesen blöden
scharlachfäulendes Tümpel reinlatschen, damit wir mit dem Viech überhaupt einen Kampf starten können. Das macht die Sache natürlich kein Stück besser, sondern eher bescheidener. Aber ja. Hilft nichts. Wir lassen es gut sein. Wir holen uns jetzt unsere Runen und gehen weiter. Muss ich nur aufpassen, dass ich den anderen zwei hier jetzt nicht gleich auf den Kopf springe. Wo sind die denn? Da kommen sie. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Seht mich bitte nicht. Schön, schön, hast du es gemacht, schön. Oh nein. Oh Mann, ey. Stressig. Ist doch gar nicht auffällig hier oben mit meiner Lampe und diesem riesen Zinken. Liegt alles an der Nase wahrscheinlich. Hätte ich behauptet. So, jetzt aber. Hui. Ha. Trick 17. Aber jetzt müssen wir leider kämpfen hier vorne. Frage ist, mit Mimik oder ohne? Ich glaube, wir machen einfach mit, um uns die Sache selber ein bisschen schwieriger zu machen. Die Heilung reicht nicht mal. Schön. Hier steht nämlich ein Haufen Viehzeug rum. Oh nein. Die sind so nervig, die Viecher, ohne Witz. Oh. Schön, das hätten wir. Fehlen ja nur noch mal 30.000. So. Oh, das geht aber überraschend gut irgendwie. Ha. Oh Gott, sag ich jetzt noch. Gleich geht's bergab. Oh Gott. Nämlich hier lebt noch. Nice. Sehr nice. Sehr geil. Sie lebt immer noch. Ha. Schmiedestein. Schön. Schmiedestein 5. Jetzt ist hier aber hoffentlich niemand mehr versteckt, oder? Außer das hier vorne. Das werden wir uns krallen. Das ist, glaube ich, der Skorpionstachel, ne? Ja, der Skorpionstachel. Nice. Das ist eine ziemlich geile Waffe. Die verursacht Scharlachfäule. Ist ein Dolch und verursacht Scharlachfäule. Das ist ziemlich geil. Werden wir aber leider als Zauberer nicht benutzen. Obwohl es trollig ist, die Gegner mit Scharlachfäule zu infizieren. Die kriegen ja auch richtig viel Schaden davon. So, und jetzt müssen wir hier weiter in unserem tollen Sargfahrzeug im Sarg ausrasten. Ne, eigentlich nur rasten. So, Abfahrt. Wenn man sich auch einfach so ohne Erklärung einfach so in den Sarg legt. So, ja klar, mache ich. Warum nicht? Da steht an der Klippe, ist ein Steinsarg, wohlgemerkt, Steinsarg an der Klippe vom Wasserfall. Fällt einfach runter. Und der Charakter denkt sich so, ja, wird schon schief gehen. Was soll Schlimmes passieren? Ne? Ja, macht viel Sinn. Da gibt es auch Memes drüber im Internet. Über diese Art von Reisesystem. So, und jetzt sind wir im nächsten Tümpel gelandet. Aber hier sieht es wenigstens ein bisschen fancier aus. So, aufwachen. Raus aus den Federn. Ui, dem Kerl geht es, glaube ich, gar nicht gut. Aber fancy, fancy Hut hat er auf jeden Fall auf dem Kopf, muss ich sagen. Also, Larry McStinksock hat schon richtige Fashion-Ikone ist das. Eine richtige Fashion-Ikone, muss man sagen. Ja, ja. Schön. Zeig mal her, wo wir jetzt sind. Oh, ich habe keine Karte. Doch. Ja, genau, wir sind nämlich genau da. Und da kommt ein Bosskampf. Stimmt. Oh nein. Jetzt, wo es mir einfällt, möchte ich gerne brechen. Oh nö. Gibt es hier noch eine Side of Grace? Natürlich nicht, ne? Aber Marikas Pfahl. Schön. Ja. Leute. Da gehen wir rein. Den probieren wir noch aus.
Also ich weiß eigentlich schon, was es ist. Das wird eklig. Oh. Ja, hatte ich schon komplett vergessen. One-hitted. Nice. Beim Reinlaufen und Aktivieren von meiner Mimiktier. Ich habe den deutschen Namen dafür vergessen. Gibt's das? Beim Aktivieren meiner Imitator-Tränenasche ist mir gerade schon in den Kopf geploppt, dass der gleich auf mich rotzen wird und ich sterbe. Das war so klar. Boah, der schießt aber auch echt schnell, der Dude, ey. Hör halt auf, du. Schießt du jetzt nochmal? Bitte nicht. Lass mich erstmal rufen. Oh nein. Da muss ich erstmal mit dem Timing wieder reinkommen, auf jeden Fall. Holla, die Waldfee. So. Was macht er jetzt? Achso. Ja, der kann ja noch mehr eklige Scheiße, stimmt. Der kann einen ganzen Haufen ekliges Zeug. Wieso macht er so einen Schaden? Okay. Ja, passt schon, ist in Ordnung. Wo ist eigentlich mein Imitator? Da kommt er. Angewackelt. Oh Gott. Oh nein. Oh nö. Das ist eklig. Dachte schon, ich hätte zu früh abgerollt. Ist alles noch gut gegangen. Gerade noch so. Ich bin reingerollt, ich Troll. Oh Mann, ey. Astel, komm mal her jetzt. So ein Knilch, ich sag's euch. Au. Das tut doch weh. Oh nein. Voll reingerollt. Schön. Musste sein. Warum auch nicht. Ja, jetzt fängt er mit dem Zeug an. Imitator-Tränenasche, lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Schön. Das Thema wäre vom Tisch. Guck mich nicht so an, du Knilch. Nö, nö, Freund. Oh Gott. Oh. Jetzt wird's richtig eklig. Ah, nee, wird's noch gar nicht. Aber jetzt, oder? Ja, genau. Keine Ahnung, wie man das dodgen soll. Ih, ich habe in seinen Kopf reingeguckt. Ist ja eklig. Das war knapp. Ich bin tot. Oder auch nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich gleich. Du Knilch, du. Kannst du dich eigentlich nicht mal hinlegen irgendwie? Also so Knockout oder sowas? Eher nicht wahrscheinlich, ne? Du Nervensäge. Oh Gott. Oh, wie habe ich das überlebt, ey? Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Oh, nee, ey. Für einen First Try aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber diese Grab-Attacke, ich dachte, ich wäre da schon tot. Weil ich weiß noch, wo ich mit meinem ersten Charakter da drin war. Diese Grab-Attacke. Die hat mir so das Leben vermiest, die hat mich so oft gewone-hittet, dass ich dachte, das ist nicht möglich, dass das Ding einen nicht one-hittet. Oh Mann, liebe Leute, aber wir sind jetzt raus, ne? Wir machen den nächstes Mal, hoffentlich kriegen wir ein Platt, das war echt ein guter erster Versuch.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilste Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Einfach jeden Tag ein Ticken geiler werden, würde mich megamäßig freuen. Würde mich auch megamäßig freuen, wenn ihr vielleicht mal den Kanal auschecken würdet und vielleicht ein Like und einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo dalasst, wenn es euch gefallen hat, ne? Falls es euch gefallen hat, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao.